Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video und zwar meine Monatsfavoriten von dem Monat März. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ich würde sagen, let's go! Fangen wir mit meinen ersten Favorites an und zwar sind die in der Kategorie Beauty. Da habe ich drei Sachen und zwar war ich ja in Barcelona. Wer mein Video dazu noch nicht gesehen hat, kann sich es gerne angucken. Ich habe ein bisschen meinen Aufenthalt da mitgefilmt. Und für diesen Kurzurlaub habe ich so eine kleine Wimperntusche mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die habe. Ich weiß nicht, ob die mal im Adventskalender war oder in so einem Geschenkset. Auf jeden Fall ist sie von Bobbi Brown. So eine mega kleine süße Wimperntusche. Ich habe sie halt wirklich einfach nur mitgenommen, weil wir nur mit Handgepäck geflogen sind und ich halt nicht so viel mitnehmen wollte. Und die ist so gut. Wirklich, ich kann die mega empfehlen. Ich habe die auch gerade drauf, falls ihr eine neue, gute Wimperntusche sucht. Dann kommen wir zu meinem zweiten Favorite. Und zwar ist das auch was Neues. Von Drunk Elephant, die Bronzing Drops. Die habe ich in Barcelona gefunden. Ich wollte die schon die ganze Zeit haben. Und sie waren hier bei uns in Deutschland immer vergriffen. Also bei uns im Sephora gab es die nie. Die waren dauerhaft ausverkauft. Und online konnte ich sie auch nie holen. Sie waren wirklich immer ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur Pech hatte. Auf jeden Fall war ich in Barcelona in Sephora. Und da hatten die einfach den ganzen Stand voll. Und da habe ich mir die erstmal mitgenommen. Und ich finde die so gut, wirklich. Hat direkt so einen leichten Glow im Gesicht. Ich habe die auch gerade drauf. Vielleicht seht ihr, dass ich etwas gebräunter aussehe. Ich habe nur diese Bronzing Drops drauf. Ich habe kein Make-up oder sonst irgendwas und kein Selbstbräuner. Ich habe echt lange schon kein Selbstbräuner mehr drauf gemacht. Also ich finde die wirklich richtig, richtig toll. Kann ich empfehlen, falls ihr einen kleinen Glow haben wollt und ein bisschen brauner aussehen wollt. Ein bisschen teuer, aber ich finde, es lohnt sich wirklich. Kommen wir auch schon zu meinem letzten Favoriten zu dem Thema Make-up. Und zwar, es ist nichts Neues. Ich habe den schon ultra lange, aber ich habe den jetzt wiedergefunden und finde den so toll. Und zwar ist das der Bronzer von Kiko. Der sieht auch schon sehr mitgenommen aus. Ich glaube, meine Mom hatte mir den mal geschenkt. Wie man sehen kann, also ist wirklich schon mitgenommen. Aber guckt euch mal bitte an, wie schön der ist. Das ist die Farbe Summer 2.0 Baking Bronzer 01 Sun Celebration Honey. Und ich finde wirklich, der ist so, 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 so schön. Weil der halt auch so einen leichten Schimmer drin hat. Das gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, ich gucke mal, ob ich den noch finde auf der Seite. Wenn nicht, verlinke ich euch einen ähnlichen. Der ist wirklich toll. Ist wirklich toll. Dann kommen wir auch schon zu meiner Lieblingskategorie und zwar ist das Bücher. Ich habe zwei Bücher für euch. Eigentlich habe ich nur ein Buch in dem Monat gelesen. Das andere Buch habe ich nämlich im April zu Ende gelesen. Wenn ich euch gleich zeige, wie dick die Bücher sind, dann werdet ihr es verstehen. Aber ich habe im April jetzt schon so viele Bücher gelesen, dass ich dachte, ich nehme das jetzt für den letzten Monat mit ins Favoritenvideo. Ich habe hier einmal dieses Buch, jedes Jahr im Juni. Und ich fand das so schön, Leute. Das ist ein Roman, das ist ein Liebesbuch. Es ist wirklich so, so schön. Es ist auch etwas dicker. Es hat 414 Seiten. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Dieses Buch ist einfach so unglaublich schön gewesen. Also wenn ihr auf Liebesromane steht, dann müsst ihr euch das holen. Es ist auch nicht kitschig oder so, es ist wirklich auch richtig, richtig toll geschrieben mit einem Plot-Twist, auch nicht einfach so ein reiner, öder Liebesroman. Wirklich ist es super spannend. Kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Mega Buch. Dann kommen wir zu meinem zweiten. Und zwar habt ihr das Buch bestimmt schon überall gesehen auf Social Media. So ging es mir auf jeden Fall. Deswegen wollte ich es mir auch eigentlich holen. Und dann war ich mit einer Freundin in einem Secondhand-Laden und da habe ich einfach dieses Buch gefunden und habe es für sage und schreibe 3,50 Euro geschossen. Deswegen sieht das Cover auch ein bisschen anders aus. Ich blende euch mal das eigentliche Cover ein. Jetzt sagt euch das bestimmt was.
Gefühlt liest jeder dieses Buch. Es ist A Little Life. Und ich weiß auch, warum es jeder liest, weil es ist echt eine krasse Geschichte. Aber guckt euch mal bitte an, wie dick dieses Buch ist. Es hat über 800 Seiten, glaube ich. Ne, okay. 719. 720. In diesem Buch geht es um eine Freundesgruppe. Und am Anfang wird über jeden so ein bisschen was erzählt. Aber eigentlich geht es nur um eine Person. Also eine Person wird dann rausgepickt und um die geht es dann eigentlich in diesem Buch. Um die Freunde geht es auch noch, aber die eine Person spielt halt schon die Hauptrolle, würde ich sagen. Und in diesem Buch sind so viele Plot-Twists und es ist einfach wirklich so spannend, dass man es gar nicht mehr aus der Hand legen möchte und so verstörend auch gleichzeitig. Es ist wirklich krass. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben, keine 5, weil eine Sache mir irgendwie viel zu viel thematisiert wurde. Kann es nicht sagen, weil sonst spoilere ich schon dieses Buch. Ich denke auch noch richtig oft an dieses Buch. Ich weiß nicht warum, irgendwas hat es mit mir gemacht, aber es hat keine 5 Sterne von mir bekommen, weil wirklich dieses eine Thema, ich weiß nicht, irgendwie wurde es ein bisschen zu sehr thematisiert, also so komisch thematisiert. Ja, falls ihr es gelesen habt, würde ich mal gerne eure Meinung wissen. Das fand ich wirklich krass. 5 von 5 Sternen. Und dem halt 4 von 5 Sternen. Och man, halt wegen dieser einen Sache. Sonst hätte es wirklich die 5 Sterne verdient. Es ist schwer. Ich will halt nichts spoilern, deswegen erzähle ich immer nicht so richtig, um was es in den Büchern geht. Aber ich verlinke sie und dann könnt ihr euch das mal so ein bisschen durchlesen. Dann kommen wir jetzt zum Thema Fashion. Und zwar habe ich da 2 Sachen. Nummer 1 ist diese Tasche von Zara. Wer meinen Barcelona-Vlog gesehen hat, kennt diese Tasche schon. Ich habe sie mir nämlich in Barcelona in Zara geholt. Und ich finde die so gut. Ich finde die so toll. Ich liebe diese Form. Auch mit diesem Gold. Ich liebe ja Gold, wie man es sehen kann vielleicht. Ich finde es mega. Gold mit diesem Schwarz. Perfekt. Und hier passt auch so viel rein. Und auch gerade für Barcelona war das perfekt. Weil hier oben ist der Reißverschluss. Die Tasche ist direkt unter meinem Arm. Ich konnte richtig aufpassen, dass mir nichts geklaut wird. Und ich konnte halt mega viel hier einpacken. Also die Tasche wirklich 10 von 10. Und sie war unter 30 Euro. Ich weiß nicht mehr genau den Preis. Habe ich im Barcelona-Video gesagt. Aber sie war auf jeden Fall unter 30 Euro. Falls ich sie noch online finde, dann verlinke ich sie euch auch. Ich finde die mega. Und jetzt meine absoluten Favorites, meine Babys. Diese Schuhe. Das hier sind Handballschuhe, diese Adidas Spezial. Und ich fand die mega, vor allem mit diesem Blau. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich die so, so cool. Ich hatte die auch noch in so einem Beige gesehen. Ich konnte mich nicht entscheiden, aber die Beigen habe ich dann online nicht mehr gefunden. Also habe ich die Blauen geholt. Und ich bin so happy damit. Ich finde auch gerade, wenn man so ein schlichtes, schwarzes Outfit anhat, dann pimpen die das Outfit nochmal so ein bisschen auf. Ich habe die ja auch in rosa, aber die habe ich schon echt lange. Ja, und die habe ich mir geholt. Ich glaube, ich habe mir die sogar schon im Februar geholt. Aber im März hatte ich die wirklich die ganze Zeit an, auch in Barcelona. Die sind super bequem. Ich habe mir noch nicht einmal Blasen damit gelaufen. Also jeden Cent wert, diese Schuhe. Jetzt kommt die Kategorie Film und Serien. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendeine gute Serie Das ist eine Lüge. Also absolut eine Lüge. Ich habe eine super Serie gesehen und zwar Gentleman, glaube ich, hieß sie. Weiß ich gerade gar nicht. Ich blende es hier ein. Das ist von dem Film. Aber irgendwie wurde das jetzt als Serie gemacht. Richtig crazy. Bei dem Film bin ich damals eingeschlafen. Den muss ich jetzt nochmal richtig gucken. Die Serie wirklich 10 von 10. Die war so gut. Die habe ich geguckt. Und dann habe ich den Film Damsel geguckt mit Millie Bobby Brown. Heißt sie so? Millie Brown? Millie Bobby Brown? Blende ich auf jeden Fall hier auch nochmal ein. Den Film fand ich auch mega gut. Also der ist auch so ein bisschen Science Fiction. Da kommt halt ein Drache drin vor und so. Mit Yannick kann ich sowas nicht gucken, deswegen habe ich den auch alleine geguckt, weil der mag halt sowas gar nicht. Aber wer sowas mag, wirklich, der Film war so gut. Der war auch richtig, richtig gut gemacht. Jetzt sind wir bei der letzten Kategorie angelangt und zwar ist das Musik. Und wenn ich jetzt mein Spotify öffnen würde, dann würden mir bestimmt tausende Lieder einfallen,
die ich durchgehört habe. Aber ich muss sagen, Olivia Rodrigo hat ihr, wie nennt man das? Das machen die irgendwie jetzt alle, die Stars. Die bringen ein Album raus und dann nach einer Zeit nochmal so eine Deluxe-Version, wo dann nochmal so mehrere Songs drauf sind. Das hat, ich glaube, das heißt Deluxe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sie sowas rausgebracht. Und da sind Lieder drauf. Leute, ich habe sie tot gehört. Obsessed with Your Ex. Ich glaube, so heißt das Lied. Ich blend's ein. Das ist wirklich so gut. Oder American. Ich glaube, es heißt. Ich bin so schlecht und sowas. Das ist auch so gut. Also, ich habe es durchgehört. Und von Taylor Swift das Lied Cowboy Like Me. Ich weiß nicht warum, aber diesen Monat hatte ich das Lied auf Dauerschleife. Das waren meine März-Favoriten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwas von meinen Favoriten auch habt, gelesen habt, gesehen habt, gehört habt oder ob ihr das mal gerne ausprobieren wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns beim nächsten Video.